herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Ask Matthias und ich freue mich auf eure Fragen. Die erste Frage. Matthias, welchen Zweck erfüllt die Oper? Zunächst ist mal wichtig zu sagen, dass eine Oper wie Wozzeck ja hier im Haus uraufgeführt wurde. Und Wozzeck war schon so eine Art Wendepunkt in dieser Frage, weil da zum ersten Mal in sehr drastischer Weise soziale Missstände aufgedeckt wurden und behandelt wurden. Ja. Und war so ein Wendepunkt, wo man auch das Gefühl hat, da Oper will mehr, will auch aktueller sein, will auf die aktuelle Lebenssituation Bezug nehmen. Ich glaube, dass Oper mehr sein muss als reine Dekoration. Dazu ist es letztendlich auch zu aufwendig, Oper zu machen. Wichtig ist aber auch, dass Oper nicht alles zu Ende erklärt. Oper ist nun mal so vielschichtig wie das Leben. Und ja, das ist, glaube ich, auch Oper hilft vielleicht ja auch so dieser Ambivalenz oder Vielschichtigkeit des Lebens besser zu begegnen und sich darauf einzulassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und am Ende kann Oper dann auch alles, kann aktuelle Themen behandeln, kann unterhalten, kann herausfordern und ja, einfach sehr, sehr viele Sinne gleichzeitig angreifen. Matthias, wie läuft der Prozess des Vorsingens und der Auswahl der Sänger für eine Rolle ab? Zunächst mal ist es wichtig zu betonen, dass wir ja hier ein sehr, sehr tolles Ensemble haben. Wir haben rund 15 Sänger. Die werden bei uns natürlich ganz zentral auch immer wieder eingesetzt und sind sehr wichtig für die Identität des Hauses. Dann gibt es ein sehr großes Auswahlverfahren, was unser Opernstudio betrifft. Wir haben da mittlerweile 10 junge Sänger. Teilweise gibt es bis zu 300 Bewerbungen für eine dieser Stellen. Und dann gibt es natürlich für ganz bestimmte Rollen auch Gäste, die wir einladen. Wir haben ja große Stars sowieso, aber es geht uns auch immer wieder darum, ja, neue Sänger für die Staatsoper zu finden. Lieber Herr Schulz, warum gibt es die Barocktage? Ist Barock wirklich geeignet für Oper? Also zum einen gibt es die Barocktage, weil die Barockmusik sehr, sehr gut in dieses Haus passt. Dieses Haus ist ja vor über 275 Jahren von Friedrich dem Großen mitten auf den Bebelplatz gestellt worden. Die Akustik ist jetzt mit dem Umbau so fantastisch geworden. Man kann die Obertöne sehr, sehr gut wahrnehmen. Dieses Raum hat aber auch eine große Intimität, wo man ja, Stimmen sehr genau wahrnehmen kann, Schwingungen von Instrumenten wahrnehmen kann und auch die Mimik. Und da ereignet sich die Barockoper, die so etwas diesen intimeren Rahmen und Raum braucht, sehr, sehr gut. In diesem Jahr haben wir mit Il Primo Omicido von Alessandro Scarlatti ein Werk, was nicht so bekannt ist, aber ein absolutes Meisterwerk ist. Wir haben 2 Opern von Henri Purcell, wir haben über 15 Konzerte und über diese vielen Bezüge, die sich innerhalb des Festivals da auftun, hat man die Möglichkeit, richtig tief einzutauchen in dieses Thema und die Staatsoper einfach auch mal klanglich in einer ganz anderen Weise kennenzulernen. Am Freitag starten die Barocktage mit Il Primo Omicido. Ich hoffe, dass ihr kommt und ich freue mich auf die nächste Ausgabe von Ask Matthias.